Die unentschiedene Schlacht, die Kühnheit des messinischen Feldherrn und der offenbare Beweis, dass Sparta schlief, der mühsam aus seinem Schlaf erwachte, verwirrte die Spartaner. Wie konnte der große Zeus eine solche Schändung seines Tempels zulassen? Sie beschlossen, eine Gesandtschaft nach Delphi zu schicken und dort nach dem Ausgang des Krieges zu fragen. Die Gesandtschaft reiste nach Delphi, das Orakel lautete: Wenn ihr von den Athenern einen Feldherrn erbittet, werdet ihr mit dessen Hilfe die Messenier schlagen. Das war ein harter Spruch für so stolze Soldaten, wie es die Spartaner waren. Viele waren der Meinung, man sollte überhaupt nicht darauf hören, es sei nichts als Hohn und Spott dieser delphischen Priester. Ganz Griechenland werde darüber lachen, wenn man sich diesem Orakel beugte. Andere wiesen auf die große Ehrfurcht hin, deren sich Delphi erfreute, und auf die hundertfachen Beweise dafür, dass seine Orakel wirklich von den Göttern kämen. Sie wackelten bedenklich mit den Köpfen und sagten, dass Sparta eine große Dummheit begehen werde, wenn es dem Orakel nicht folge. Wenn man schon Delphi um Rat fragte, niemand zwang ein Ja dazu. Man tat es freiwillig und die Spartaner hatten es eigentlich auch nur deshalb getan, um nach Möglichkeit zu verhindern, dass ganz Griechenland in diesem Krieg sich gegen sie vereinigte. Und wenn man also schon fragte, dann war man auch verpflichtet, dem Orakel zu folgen. Diese Meinung setzte sich durch. Sparta schickte eine Gesandtschaft nach Athen und erbat für einen notwendig gewordenen Feldzug gegen Messenien einen tüchtigen Feldherrn. Die Athener, die in offizieller Eigenschaft mit dieser Gesandtschaft verhandelten, lachten natürlich nicht, sondern blieben ernst. Aber alle anderen waren fröhlich. Eine spartanische Gesandtschaft hat selten ein so lachendes Athen gesehen. Spartanische Soldaten haben es gelernt, trocken und eisern keine Miene zu verziehen. Außerdem war den Spartanern neugierig, wie Athen sich verhalten würde, denn sie wussten ja, jeder wusste es, dass alle Sympathien Athens auf Seiten Messeniens lagen. Die Athener dachten über die spartanische Bitte nach und sahen sich außerstande, sie abzulehnen. Es hätte lange und böse Feindschaft bedeutet. Sparta und Athen, soweit ist das nicht auseinander. In einer knappen Woche konnte ein spartanisches Heer vor der Stadt stehen. Gab es einen athenischen Feldherrn, der diese Aufgabe reizte? Sie wurden alle befragt, niemand wollte nach Sparta. Da ernannte die Stadt einen athenischen Bürger, der noch nie Militärdienst geleistet hat und der das auch nicht konnte, weil er labte. Einen Sänger und Dichter, einen Hinkefuß und Schwächling, einen Mann aus einer guten Familie, aber nie etwas zum Ansehen seiner Familie beigesteuert hatte, weil er, anstatt sich irgendwo nützlich zu machen, Verse reimte und auf den Marktplätzen sang. Da ernannte die Stadt diesen lahmen Dichter Tyrtaios zum Feldherrn, den man Sparta in Freundschaft und Hochachtung zur Verfügung stellte. Tyrtaios, ein athenischer Bürger von etwa 50 Jahren. Die spartanische Gesandtschaft nahm diesen Tyrtaios ohne einen Kommentar, aber mit gemessenen Dankesworten und reiste ab. Ganz Griechenland lachte. Ich glaube, die Griechen, die immer schon liebend gern jede Gelegenheit zum Lachen freudig ergriffen, lachten damals hemmungslos. Und Tyrtaios, da ist man nun Dichter, man ist auch ein Krüppel. Aber so lächerlich ist das doch alles gar nicht. Er sagte, als er sich von der Überraschung erholt hatte, ja zu dieser Reise. Der Wunsch seiner Vaterstadt war für ihn so viel wie ein Befehl gewesen, den man nicht zurückweisen konnte. Einer musste nach Sparta. War es wirklich solch ein Grund zum Lachen, wenn man einen Dichter schickte? Aber genauso sehr wie alle anderen Griechen lachen, werden die Spartaner böse sein. Wie wird es dem armen Tyrtaios in Sparta ergehen?